damn it. Harrow's here. You backstabbing witch! You ratted us out! Dr. Blackwell, I know we've had our differences, but this... For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen. But I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I assume you have the plant? We do. Good. And there are clean syringes and alcohol swabs in the lab. 5 minutes is all we need. Bam. So. Machen wir weiter mit Evil West heute, so lange, bis Freundin da ist. Jetzt haben wir die Pflanze geholt, um unseren Vater vielleicht zu heilen. Um die lauter Mythen gerankt waren. Mr. Gravener is looking for you, sir. He's in the basement with your father. Ich weiß auch schon, in welchem Raum die sein werden. Money. Mr. Jesse, good to see you back. Is Agent Gravener okay? Grouchy as always. What a relief. You were gone so long. Now all I have to worry about is Reyes. He's off on a solo mission to Harrow. But if you make... Gucken wir wieder ein bisschen um, weil wir ja gelernt haben, dass ab und zu einfach neue Geldkästen hingeballert werden irgendwo. Und die Wand scheint sich zu erweitern, dementsprechend welche Waffen ich finde. Und auch nach den Upgrade-Stufen, weil wir sehen, dass die Pistole zum Beispiel da schon Elektroschaden hat. Wobei die Wand echt nicht gut gewählt ist von der Position her. Er sitzt in seinem wunderschönen Stuhl. Feeling that someone's squeezing my brain. There's some thoughts in here that aren't mine. Oh, I see her, Jesse. Oh no, you must stop her before. Wait. I see a sign. Dickinson. She's in Dickinson. I need to get to Dickinson. Tough old bastard, he's turning it around on her. It's gonna be a hard sell to Harrow. Gotta try. You keep an eye on him. And keep your hands off that switch. Danke für das Interesse übrigens an meiner Kaffeesituation. Ja, ich werde irgendwann wieder eine Senseo kaufen. Oder irgendwas anderes. Mal schauen. Ich habe jetzt erstmal genug Geld ausgegeben. Sir? Mr. Harrow is waiting in the briefing room. He's, well, he's being himself, if you know what I mean. Fast 2000 Euro. Oh, what's that swampy stench? Oh, sir. Den Rechner zu investieren ist halt schon wieder eine Nummer gewesen. Hiermit wird bestätigt, dass ich am heutigen Tage, dem 2. Mai 1872, gemäß allen bestehenden Bestimmungen die Eigentümerschaft über die Destillerie in Calico und den dazugehörigen Grundbesitz
an William Rentier, den derzeitigen Direktor des Rentier-Instituts, zur Eigennutzung durch ihn und sein Unternehmen übertrage. If you found that plant, then that myth isn't a myth. Which means maybe there's a way to stop the change, if that's true. Wie sieht das alljährliche Weihnachtskochen aus? Dazu muss ich sagen, ich würde da gerne lieber einen Backstream machen. Als einen Kochstream. Aber da muss man mal schauen. Ich möchte ja gerne meine Freundin dazu überreden, aber die sieht die Sache etwas kritisch. Assistant Secretary Harrow, Sir. Agent Rentier. Dr. Blackwell brought me up to speed on your father. Sir, we... I know. It couldn't have been easy. His shadow will loom large over us all. Please accept my condolences on behalf of a grieving nation. And try not to wallow in grief. It only leads to blunder. And this country desperately needs success. Aside from the news of your father's tragic demise, I've also briefed the Assistant Secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum Sawmill. That and a penny will buy me a cup of warm piss, Doctor. No one is safe while that crazy she-beast and her army of freaks are on the loose. And do you have any idea where she is? No. Actually, I do, sir. We have intel that she's currently in Dickinson. What intel? Can't say, but it's 100% solid. Great. You can head for Dickinson after you get back from Kingston. Kingston? There's a case containing some very sensitive information there that I need picked up. But sir, the Dickinson lead. There's at least three interstate railroads there. It might be a part of Felicity's transport. Very well. You there. What's your name? Olney? Virgil Olney? Do you know your way to Kingston, only Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary, Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking vitae, Doctor. I'm funding this circus of yours, and I want those papers back now. I'll get them for you. What do I need to know? We recently got our hands on a partial list of companies tied to the Andalusia Financial Services Group, like McCallum's Mill and the Kingston Oil Fields. Debano. Debano indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in illegal acquisitions, and the government intends to seize their not insubstantial portfolio. Sounds like you need a lawyer, not a vampire hunter. Tried that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. But the place was guarded. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings is stashed in a briefcase, presumably still at the Kingston Oil Fields Bureau on the far side of the lake. I still don't get why it's more urgent than looking for Felicity and Dickinson. Wars cost money, Rentier. And unless you've forgotten the incident at your former headquarters, we are at war. This could very well turn the tides in our favor. So, ich hoffe, ihr habt nicht alles von gestern vergessen. Hotkey technisch. Let's get this over with. You alright, folks? I need to find the office. You crazy? The whole area has been totally overrun by bloodthirsty freaks. The National Guard's fighting back, but there's too many of those monsters. If they don't get some help soon, we're all goddamn doomed. Nein, ich will das alles hier regeln. Okay.
Okay, da kann ich eh nicht drauf laufen. Ich guck nur ein bisschen, damit ich kein Geld übersehe. Ich bin mit meiner Senseo Select sehr zufrieden. Kaffee kann ich in drei verschiedenen Stärken genießen. Ja, wie gesagt, mal gucken. Mal gucken, wo der Kaffeekonsum mich hintreiben wird am Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Per your instructions, I have assessed the value of these assets, and I can assure you that the Kingston oil fields are still pumping and extremely profitable. If properly managed, they can bring in hundreds of thousands, if not millions of dollars per year. Und die wissen noch gar nicht, wie Öl später, wie kostbar das wird. Ich trinke übrigens keinen starken Kaffee, weil ich das einfach nicht mehr vertrage. Zu starker Kaffee ist einfach schwierig. Macht meinen Magen nicht mehr so mit. Deshalb trinke ich Jakobs Ballons. Muss mal eben kurz alle Tasten nochmal durchgehen. Ich bin irritiert, weil eigentlich unten steht, dass ich gerade den Bogen ausgerüstet habe, er das Repetiergewehr aber benutzt. Unlock. Jesus. Oh, erst mal wieder reinkommen, ey. Weil wirklich das Hauptproblem ist, ich drücke die falschen Tasten. Und für mich reicht ein halber Tag, um wieder rauszukommen. Alle reich. Ah, da war ich ja. Da war ja die Sonderkiste. Hey, you! Can you help us out? The National Guard flooded the fields, but my friends were stuck on the other side.
Deine Freunde sind schon lange tot, ey. Ich hänge nur fest in den Ecken. Mir einfach im Weg stehst. Ah! So. Nicht weh. Geht weg. Nein! Ihr Idioten, ich habe wegen euch den Zeitpunkt verpasst. Weil ihr die ganze Zeit im Weg standet. Geht doch. Ich spiele auch schwer. Also es gibt noch einen höheren Schwierigkeitsgrad, auch böse, aber ich wollte mir das für meinen ersten Durchlauf nicht gönnen. Die Kämpfe sind schon, wie soll man sagen, doch anspruchsvoll.
Auch wenn natürlich einige Gegner, wie sagt man so schön, Schwämme sind. Also ziemlich viel HP haben. Over here. More money. Okay, ich muss anscheinend erst mit dir reden. Thank you, stranger. We thought we were goners. Is there some way we can repay you? Yeah, you can point me towards the oil company office. Oh, it's on the other side of the lake. So you're gonna have also an sich ist es Doom, Devil May Cry und ja. Das kann man da noch mit reinschieben. So ein bisschen Red Dead Redemption 2, weil es halt Western-Setting ist und dann. Ja, das kannst du alles da reinmischen. Aber ich bin ein großer Doom-Fan. Es hat halt Arena-Kämpfe. Es ist ja schon irgendwie, dass du in die Arenen reinkommst und dann die Gegner da besiegen musst. Damit es weitergeht. Let's drain this sucker. Good. Need to get to that other one now. Schönen guten Tag, Ed. So, für das andere Gewicht muss ich rüber. Rote Kabel folgen. Thank you for letting us out, sir. Kein Problem. Okay. Ich glaube, hier drin war er sicherer als draußen. Nochmal, ob da unten irgendwie Geld lag oder irgendwas anderes. We thought that was it for us. Da lang. Ach, und man kann mystische Wesen verkloppen. Warum nimmt eigentlich niemand die alte Buffy-Lizenz mal und macht ein Buffy die Vampirjägerin-Spiel? Sie könnte auch rumrennen und alles slayen, ey. Würde auch wieder voll in die Zeit passen. Game of the Year. Seht her, wir haben verschmutztes Ölwasser einfach mal so weggeschickt. Das wird die Umwelt bestimmt biologisch abbauen. Alles cool. Na, es tut uns so leid. Es tut uns so leid, dass wir Öl überall verteilt haben. Aber so ist die Branche halt. Thank you.
Ach ja. Ich habe von dem Spiel geträumt. Aber nicht... Na doch, an sich war es doch ganz schön. Mag man vielleicht manchmal nicht glauben, aber ich hatte eigentlich einen ganz schönen Traum mit dem Spiel. Wobei mein Traum eine Mischung aus Dying Light 2 war und dieses Spiel hier. Aber ich verstehe nicht, warum die so viele Spinnen eingefügt haben. Keine Ahnung, was das für eine Entwicklerentscheidung war. Klar, man kann sie ausschalten in den Optionen, man muss es immer dazu erwähnen. Aber es gibt ja doch wohl viele Menschen mit Arachnophobie. Aber es ist ja keine Verhältnismäßigkeit. Gegnerische Angriffen seitlich und nach hinten auszuweichen unterbricht nicht die Nahkampfkombo und erhöht den Druckwellenschaden des nächsten Schlags. Das ist ja die Schockwelle erweitern. Tötet seinen Gegner in der Luft. Geht es in Dying Light noch weiter? Ja, aber Evil West ist das kürzere Spiel, deshalb habe ich das vorgezogen, um das, wir sind einfach schneller durch bei Evil West. Und hier komme ich schneller raus. Also beziehungsweise, wenn ich das nicht am Stück durchspiele, dann werden die Kämpfe mich umbringen auch schwer. Beziehungsweise richtig abfacken am Ende. Scheiße. Passt schon. Mal kurz gucken, was überhaupt der richtige Combo ist beim Schlagen. Möchte ich nochmal das machen mit deinem. Das eigentlich. Jetzt habe ich aber die Sekunde verpasst. Ich habe keine Ahnung, was Siebträgermaschine im Moment hier zu tun hat. Außer, dass du vielleicht nochmal Kaffeemaschine ansprechen willst. Hä? Ich
glaube, ich habe den Encounter kaputt gemacht. Ich bin zu schnell rübergehüpft. Oh, der ist im letzten Moment gestorben. Wir haben uns gleichzeitig getötet und dadurch war der Encounter eigentlich fertig und ich bin gestorben halt. Hey, who's there? Shit. For a second there I thought you were one of those demons. The National Guard barricaded us inside here before they headed off to protect the company office. If you want to find the man in charge, you need to use that crane to move those crates. Sehe ich aus wie Kranbeauftragter? I'm taking it. So, dafür müssen wir aber Energie haben und dafür gibt es hier oben bestimmt einen Reaktor. Das gilt als Abkürzung. Um den Saft nachher hochzubringen. Also hier hatten wir ein paar Stecken von Sachen, wo ich mehr Potenzial gehabt. Auch wenn ich nicht alles finde beim ersten Durchlauf, das ist einfach normal, aber... will ich ein bisschen wenig hier und da. So, da komme ich eh nicht hoch. Mal drauf, dass ich zuerst nach rechts hätte laufen müssen. Oder vielleicht ist auch egal, wer ich nicht zuerst mache. Okay, er braucht einfach beide Ladungen und dann macht das. Dieser Kramplatz ist verdichtet. Beziehungsweise kommt es darauf an, ob der Kran verdichtet werden muss, ob und was dieser Kran für eine Maximallast hat. Also, wie viel Last hat dein Kran? Ah, ein Stream für den Blutgott. Der Blutgott wird hier viel bedient. Mit Gore and More. Ich kann dir auch ein paar Knochen schicken. For letting us out. The office. Where is it? I need the man in charge. There's no way to get there from here. Unless you use the zip line from the top of that tower, that'd be crazy. Please, you gotta help my buddies. Once you get on the other side, just follow the pipes. It's a kind of maze, but just keep going. Aus einer Schädelplatte zu trinken ist übrigens voll schlecht. Ein Schädel ist kein gutes Gefäß. We thought we were done for. Ich sehe schon, die Nationalgarde ist richtig, ein richtig starker Haufen. Die haben Schulterbreite vom Pferdekutscher. Elektroschrotflinte Upgrade. Ja, Blitzbüchse. Alle Ziele im Weg bekommen Schaden. Okay. Hoffe mal, später ist ein bisschen mehr Geldloot drin. Oder es kommen noch ein paar etwas größere Feinde, die mir dann 2000 Geld wiederbringen. Durchs Töten. After a closer examination, I believe these trust documents are suspect. Every 30 years, the property rights are transferred to the next generation. However, I believe that Peter DeBano has likely been deeding them to himself for who knows how many years. Sincerely yours, Jonathan Q. Biddle. Ich habe ja auf Mittelaltermarkt eigentlich ein sehr schönes Gefäß gesehen zum Trinken,
Aber da wollten die 50 Tacken für haben. Da habe ich mir gedacht, 50 Euro für einen Becher? Nee, so weit bin ich noch nicht. Aber es wäre ein Blutgott würdig gewesen. Vor allem konnte man den Innenteil vom Außenteil lösen, wodurch der Äußere, was natürlich mit so einem komischen Harz gemacht wurde, halt nicht kaputt gehen würde. Also man könnte den Innenteil immer in die Maschine stecken. Das ist echt zu teuer. Ich habe gesehen, da oben ist was, aber wie soll's... Ach, da. Nee, Großverdiener bin ich nicht. Ich fand das auch ein bisschen anmaßend. Vor ein paar Tagen hat ja ein etwas größerer, sagen wir mal, Casino-Streamer jemanden gedisst, der ihn ja wohl mal vor Jahren gesagt hat, er soll mal weiter mit seinem Stream machen. Die Flachzange. Und jetzt ist er ja Millionär und lässt halt das groß raushängen. Wo ich aber denke, das ist halt einfach unangemessen. Aber bist du nicht drin. Soll jeder machen, wie er will. So, Bonus-HP. Dich kenne ich. Im Chat nach Netiquette schreien. Ah, glaube ich nicht. Ich glaube, sowas gibt es da nicht im Chat. Den Falschen gegangen. Willst du mich verarschen? Ich wollte eigentlich einen von seinen Gehilfen gegen ihn schleudern, weil das ja besonders viel Schaden macht. Nicht so zivilisiert wie hier. Ich bin immer überrascht, dass das hier wirklich eine sehr zivilisierte Nummer ist bei uns. Wobei gestern schon wieder sowas komisches war, wenn Leute kommen und sagen, wie ist denn das Spiel so? Und du sagst, ja, tut mir leid, ich spiele das erst 20 Minuten. Ich kann dazu noch nichts sagen. Ist aber nicht Open World, oder? Und du denkst einfach so, hallo, habe ich jetzt gerade mit mir selbst gesprochen? Ja, komm. Das Problem ist gerade übrigens, dass ich mich nur dumm anstelle.
Verdammt. Ich brauche mal eine Sekunde. Nicht mehr dazu, Gegner zu töten. Steigerst du den nicht? Oh, ich kann euch runterziehen. Das ist ja gut. Das habe ich bis jetzt mich noch nicht probiert. Ich hänge hier schon wieder fest irgendwie. Das nicht. Ist das eine Scheiße, ey. Diese dämlichen Fernkampfangriffe machen mich so fertig, ey. Also generell alles, was Fernkampf ist, ist halt immer hier richtig scheiße.
normalen Freunde kannst du ja gerne spawnen. Wie die manche mal, also wie manche davon wackeln. Yes. Okay. No, no. Yeah! What hell of a ride. What did that guy say? Das Setting ist besser als Doom, also das ist schwierig. Ich habe genug Geld für Verbesserungen, ja, um den Flammenstrahl zu verbessern. Aber ich habe jetzt vorhin zum ersten Mal wirklich den Flammenwerfer überhaupt benutzt, richtig. Ach, das kann ich mir eh nicht leisten. Naja, hier verprügelst du vampirähnliche Kreaturen, in Doom verprügelst du Dämonen. Hat alles ganz viel Potenzial. Was? Du bist kein Doom-Fan? Das ist schon okay. Hier darf jeder sein, was er ist. Und jetzt bitte verlasse den Chat. Der Film ist ja auch eher humoristisch zu sehen. Übrigens kein Orientierungsproblem, ich gucke nur, wo noch was liegen könnte. Also der Film ist natürlich nicht gut. Film, den man immer wieder gucken sollte. Ist halt stumm. Und er hat eine sehr cringe Ego-Perspektiv-Szene. Wobei sie haben sich wenigstens getraut, eine zu machen.
So, Gegner meine E-Kombi töten und danach macht man mehr Schaden. Es gibt ein paar ganz gute Filme, die auf Spiele basieren. Zum Beispiel Postal. Also werden zwei Bolzen abgeschossen pro Schuss bei der Armbrust. Also Pause, der Film, das ist zwar ein Uwe Boll-Film, aber der ein an sich trifft ja den Humor der Serie ganz gut. Ich glaube, du meinst Far Cry mit Til Schweiger. Was auch kein, schon ein richtig schlechter Film ist. Also der ist ja nochmal unter Doom. Und zwar richtig weit unter Doom. Ja, der Assassin's Creed Film war eigentlich ganz okay. Obwohl man da einfach gemerkt hat, am Ende fehlte es denen einfach an Budget. Nur einen einzig guten Film und das war Postal meines Erachtens. Und sonst, keine Ahnung, was du bist, aber du bist ganz schön hässlich. Das bedeutet, du musst sterben. Ach so, Tunnel Rats. Obwohl auch dem seine... Ah, wie war es nochmal mit der Vampirjägerin oder was das war? Müssen jetzt nochmal gucken. Blood Raven? Nein. Ich glaube, ich hätte nicht ins Licht schauen sollen. Doch, Blood Rain. Die haben ja wohl auch eine kleine Fangemeinde gehabt. Ich habe zwar nicht alle gesehen, aber ich glaube, ich habe einen gesehen, den ersten, und der war okay. Da bin ich nicht verarscht, ist da so ein Dicker gekommen. Oh.
Ich wünschte, es wäre Dumbo, aber es ist leider ein Blutsauger, der auf seinem Kopf sitzt. Und das Gefäß kontrolliert. Christ, it's about time someone sent in the cavalry. I've been hiding here for a week. This ain't a rescue mission, so watch your mouth. I'm here to pick up some documents for Assistant Secretary Harrow. Documents? I don't know anything about any documents. Oh, these documents? You must be the accountant. Jonathan Q. Biddle at your service. Mr. Harrow promised me immediate backup as long as I kept this safe. Harrow's written you off, Biddle. Sent me for the case, not you. All I know is that DC wants that portfolio seized. DC? What an asshole. Harrow isn't trying to leverage this property for the government, you ape. He wants it for himself. He wrote me into this scheme for a cut of the profits, and now he's hung me out to dry. That asshole. How big a cut? 10%. Hope it was worth all those soldiers' lives, you greedy little pissworm. I'll take that. Whoa, 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 wait. What about me? How'll I get home? Walk.